Campingplatz hier oder was? Keine Ahnung, aber der Weg war mir sonst zu weit. Ups. Ah, hier geht's auf die Straße. Toll, du hast mich jetzt hier voll in die Berge gelotst, ey. Ach Quatsch, ich bin hier auf der Straße. Ich weiß gar nicht, was du willst. Oh, du bist zu weit weg? Wo bist du? Ja, hier oben auf dem Berg. Warum da oben? Fahr runter, das ist die Straße. Oh, oh, oh. Ich möchte nicht hier sterben, dann musst du wieder ganz hierher kommen. Achtung, du hast so ein VIP, hast du da ausgelost. Was? Aber hier war ein Maschinengewehr. VIP habe ich ausgelöscht, oder was? Ja, nee, du hast ausgelöst, als dein VIP rumrennt. Hm. Ja, der VIP ist weg. Oh, bei der Tankstelle muss ich hin. Da ist einer irgendwie. Ne, der ist schon gestorben. Bist du immer noch mit dem Fahrzeug oder bist du zu Fuß? Ne, ich bin zu Fuß. Okay, ich fahre nur auf der Straße mit dem Auto. Ja, da kommt er ja schon. Oder ich komme dir entgegen. Verklemmt unter deinem Auto. Das höre ich. Hört sich nicht gesund an. Kann ich nicht looten. Fahr mal ein Stück. Ne, der klemmt da fest. Egal. Komm, lass den Beifahrer mal dabei. Hört man, dass er da klemmt? Ja, ein bisschen. Ist so weg, glaube ich. Der schleift was hinterher bei dir. Ich bin ausgestiegen, nur zur Info. Ich auch. Ala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 l
Oder dahinter. Dahinter, ja. Ah, hier ist so ein Pfad. Okay. Und da ist auch so ein komischer Zombie. Ich hätte dich für schlauer gehalten. Das muss dahinter sein. Warum können die eigentlich einen verletzen, die Arschlöcher? Oh, das ist viel wert. 450, einsacken. Ja, absolut. Dann gehen wir mal weiter. Hier ist ein Lager, aber hier gibt es auch nichts. Hier ist ein Zelt. Zeltlager. Hier ist ein Schild, da steht nichts drauf. Okay. Schade, man kann sich hier nicht hinsetzen. Aber ich kann den Toast anbieten, was hältst du davon? Oh, das wäre lecker. Das ist eine gute Idee. Und die Eier sehen auch noch gut aus, dafür, dass die jetzt hier alleine stundenlang drauf rumbrutzeln. Ich glaube mal, wir gehen hier nach oben, ne? Oder? Denk mal auch. Ja. Schöne Musik hier, Banjo. Wie geht's hier jetzt weiter? Ach hier, da ist doch irgendwas, auch wieder ein Seil. Also kannst du dich auch wieder hier hochseilen. Mhm. Haben die tatsächlich so gemacht? Bedacht, dass hier einer hinkommt. Ja. Ich dachte, hier war noch nie jemand. Oh. Ein Level-Designer. Ja. Boom. Das ist ganz witzig, wenn das Seil mal so hängt und man dann so gegen die Mauer. Guck mal, wie weit das ist. Ist das ein Sniper oder so irgendwo? Wie würdest du dich fühlen, wenn du dich frei wählen dürftest? Knallt er, das gibt's gar nicht. Ah, ist gut, dass wir hier noch ganz nach oben geklettert sind. Wir sind höher als der Hubschrauber. Was war das noch? Space oder? Ja, geil, ich hab den Hubschrauber gleich weggeholt. Das ist kein Sniper, das war ein Dings da hier. Ah, eine Panzer, ich bin tot. Wo? Ah, auf dem Weg nach unten. Shit. Das ist natürlich jetzt blöd. Ach, da natürlich kommst du doch nie hin. Da kommst du niemals hin. Wie willst du denn da hinkommen? Ich hänge in der Felsspalte. Ich glaube nicht, dass es da eine Möglichkeit gibt, mich zu retten. Hä? Hast du geschafft? Oh. Nein, jetzt bist du weiter runter, ne? Ja, ich bin weggerutscht. Ja. Oh, du warst bei mir tatsächlich. Lol. Ich hab dich beinahe wiederbelebt und bin leider tot. Bist du runtergeslidet oder was? Ja, ja. Und dann bin ich leider bei dir. Das war zu glitschig. Bin ich weiter gerutscht. Hätte ich beinahe wiederbelebt. Doch, scheiße, jetzt sind wir hier. Aber das ist doch nicht weit. Das ist doch nicht weit. Dann gehen wir mal hier lang. Das ist ja eigentlich auf der anderen Seite einfach gewesen. Ich kann das Ziel sehen.
Hier gibt's ein Auto. Ja, es sind doch nur 400 Meter. Du bist ein Vorbild. Einsteigen. Achtung! Du kannst dich aus dem Fenster lehnen und schießen. Mich hat's dahin gerafft. Ich weiß nicht, ob du auch tot bist. Ich bin schon längst tot. Ich wollte gerade aussteigen und wegrennen. Mit deinem Auto holen, Mann. Was ist da im Hinterhof? Ja, kann ich was dafür, dass da noch einer kommt? Und er noch ein MG hinten drauf hat? Das stimmt allerdings. So ein Ding hätten wir uns holen sollen. Da kommt ein Truck, der hat ein MG drauf und den erschieße ich jetzt. So, das ist jetzt unser LKW, weil da können wir noch mit rumballern. Was hältst du davon? Okay. Da können wir nämlich das Flugzeug mit wegholen. Oh oh. Hier ist weg. Ich hab kein Verbandsdings mehr. Moment. Oh. Warum landet der auf mir? Ich bin tot. Hier ist auf meine Wenigkeit gelandet. Alter, gut, dass ich hier weggelaufen bin gerade. Das war nur Zufall. Genau runtergeholt. Aber wir haben noch so ein Auto. Das ist noch heil. Das ist gut. Fahr mal. Wo war denn das jetzt? Hier lang, ne? Guck mal da, ja. Ja, dann fahren wir die Straße weiter. Du wolltest hier nicht umfahren, nicht? Nee, ich wollte jetzt weiter zu Fuß laufen. Wir müssen da rüber. Ich hab ein Auto. Der war aber vielleicht ein guter, oder? Das war ein guter. Hat jedenfalls geschrieben. So rüber schwimmen. Hä? Ich schwimme jetzt. Ach so, ich hab das Auto geholt. Ich muss gesagt, ich schwimme. So, wo bist du? Du bist doch auf der anderen Seite, nicht? Nee, ich bin schon bei dir. Okay. Also nicht so weit weg. Ich hab mal ein bisschen Alarm gemacht.
So, der Kettenwerfer ist weg. Nehmen in die Handwerk hier. Das Gute ist, dass ich hier oben bin. Da kann mich keiner kriegen. Oh, das war eine Rakete. Ich bin tot. Okay. Aber so kann man es auch machen. Steht 3 Meter vor dem und der ballert und ballert und ballert. Deputy Team, hier ist Virgil. Falls du in der Nähe des Jessop-Anwesens bist, habe ich ein Problem, das du lösen könntest. Hast du schon mal von Feeny gehört? Genie? Nee, nie was von gehört. Er war Apotheker, aber jetzt arbeitet er für die Sekte und stellt das Bliss für sie her. Also, hier kommt mein Vorschlag. Wenn du die Blumenfelder abbrennst, wird Fini sicher darauf aufmerksam. Und wenn er kommt, naja, ich weiß, wie du arbeitest. Du wirst schon damit fertig. Fini hat vielen Familien geschadet, Deputy. Damit darf er nicht mehr durchkommen. Du konntest mich einmal täuschen, aber ein zweites Mal falle ich nicht auf dich rein. Bist du immer noch tot? Nee, ne? Nein, nein. Also, wie du den Abschluss gemacht hast für den Level, dann bin ich wieder auferstanden. Ja, okay. Machen Kinder wieder fähig. Sogar ich selbst. Das Gefängnis ist sicher, dank dir. Oh ja, man kann sogar ins Haus wieder rein. Hast du eben irgendwas genommen? Eine Karte. Er kriegt nur eine, oder was? Ich dachte, dass wir einander vertrauen. Genau. Voll. Aber das Vertrauen. Hier wäre Munition, 30. Kein Tresor hier oder so. Und wieder. Ab jetzt wird es keine Einmischung mehr geben. Keine Ablenkung. Keine Gnade. Hier gibt's doch Geld. Einen Aktenkoffer. Ich hab keinen Sniper mehr. Ich hab meinen Sniper auch verdüdelt. Irgendwo in der Ecke. Das kannst du ja unten wiederholen. Oh, hier gibt's doch Geld. Unten bist du noch Oregano. Musst du denn wieder den ganzen Scheiß dazu kaufen, oder was? Nein, das hast du denn alles. Ach so, okay. Das sollte lieber alles mehr als nur in Ordnung sein. Faith kann dich immer noch zum Angel berufen. Flammenwerfer kannst du holen. Mm-mm. So. Wurzeln haben wir auch. Schrank ist auch leer. Da geht's wieder runter. Ich muss mir echt das Sniper nochmal eben holen. Ja. Ach, brenne die Blitzfelder weg. Ja, ja. Wo ist der Fuzzi hier? Waffen. Ne, Molotow-Cocktail. Da ist mein Sniper, rechte Taste. Da, und Molly. Dann nehme ich das dahin. Zurück. 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 Und jetzt habe ich das da. Yes. Das hat dann auch nichts gekostet, glaube ich, ne? Was? Drauf geachtet. Das Sniper, weil ich das ja schon hatte. Aber diese Felder sind das doch nicht, oder? Hast du die angezündet jetzt hier? Ja, aber hier ist die Sprengleranlage. Hört sich nach Ärger bei dir an. Sei vorsichtig und vergiss nicht, du musst diese Blissfelder abbrennen. So rufst du Fini auf den Plan. Eins habe ich schon weg. Ja, Sprengleranlage habe ich gefunden, aber
war so ein Dings. Ja, da war so ein Drehregler. Ja, mach mal rein. Bist du sicher, dass du das tun willst? Diese Blumen bringen Hoffnung. Wo haben wir's? Die Tasse. Hier ist noch ein Feld. Ja, aber die kämpfen erstmal. Erstmal müssen wir die ganzen Sniper wegmachen. Du entfernst dich zu weit, okay. Verstanden. Ja, weil ich einen Hubschrauber verfolge, wo ein VIP drin ist. Den krieg ich nicht mehr. Kriegst du nur mit Maschinengewehr runter. Meinst du? Ja, ja. Sind jetzt alle Felder verbrannt? Ja. Aber irgendwie haben wir den komischen Knaben noch nicht. Diese rote Krone ist weggelaufen, aber dann wollte ich da hinterher. Der ist auch zu weit weg, ja. Und dann sagte er, du entfernst dich zu weit von da irgendwas oder so. Von meinem Partner, ja, von ja. Ich da ja auch. War das diese Richtung oder warum rennst du hier hin jetzt? Nein, weil ich da. Achtung, Panther hinter uns. Ach, du hast das Maschinengewehr. Mhm. Hummerhaut. Ja, aber ich habe schon wieder 70 Schuss verballert, ne? Die sind auch schnell weg. Ja, natürlich. Erntetruck. Ja, diese Krone, dieser Sweeney oder was war das, glaube ich, der ist weg. Ja, der ist weg, der ist allerdings hier nach drüben weggeflogen. Der ist ungefähr in die Richtung weg.
Was ist das? Ach so, er lädt. Nein. Ach Mann, ich bin schon wieder tot. Was hast du gemacht? Gegen zwei gekämpft und hab die irgendwie nicht getroffen. Ach so, du wolltest dir einfach nicht Headgies geben. Ah. Ja, komm, steh auf. Hier ein Freund hinter dir. Freundin? Oh! Ja, cool, 450. Ja, die nehmen wir mal mit. Haben oder nicht haben? Ja, ist die Frage. 102 Schuss, okay. Müssen wir das 372 Meter Dings da machen jetzt oder hast du da noch was markiert? Nein. Das war nur markiert, da ist der Hubschrauber ungefähr hingeflogen. Oder Knabe drin war. Was machen wir diese jetzt rote Krone ist? Oder was? Ja, die rote Krone. Mhm. Jetzt können wir machen. Volltanken ist die ganze weit weg. Okay. Da müssen wir irgendwie. Warte mal, den holen wir uns. Da ist ein Maschinengewehr drauf. Den nehmen wir, weil das Maschinengewehr, falls das Flugzeug kommt. So. Markierung siehst du ja. 3000 Kilometer. Markierung zeigt andersrum fahren. Ich sehe das rechts, die Markierung. M. Ich guck mal schnell Karte. Also ich habe den Weg angezeigt, sonst muss ich fahren. Moment. Markierung zeigt bei mir andersrum, nach hinten rumfahren. Also umdrehen. Okay. Dreh ich mal um. Dreh mal um. Ah, ja. Okay. Check. Super. So. Wie endet die? Markierung. Warte mal. Den stimmt was nicht, den stimmt was nicht. Das muss 3500 Meter links, ist das aber irgendwie. Sinn des Vaters das nicht. Was wollen wir jetzt überhaupt? Warte mal, da. Volltank. Irgendwie nach links rüber. Volltank habe ich angemacht. Zurück. Da ist Volltanken, 3000 noch was. Da müssen wir hin. Wo ist das jetzt, das Volltanken? Ach, hier, ich markiere es mal. Volltank ist hier. Da ist Volltank. Ja, da bin ich ja richtig. Ja, ist die richtige Spur. Das war noch die andere Markierung von dem Hubschrauber, wo der gelandet ist. Ja, ja, ja. Ist schon gut zum Wagen mit dem MG. Ja, aber ich fahre jetzt einfach mal weiter. Ich halte da nirgends an, ne? Das kommen wir da nie hin. Den müssen wir doch. Ja, weiter. Hier, ich beide totgeschossen, das ist schlecht. Macht nix. Weil wir brauchen noch. Nee, wir brauchen Geiseln. Befreiung. Wofür? Ja, wir müssen das Gebiet, ganze Gebiet unter unserer Kontrolle kriegen. Und das kriegst du nur, wenn du Geiseln befreist. Ah, okay. Und die Schreine kaputt machst und. Also, ich glaube, drei Sachen waren das doch. Hm? Die so verkehrt haben. Den hast du aber ganz schön angeschoben. Das sind doch 200 Dings US-Dollar. Echt? Ja. Ein Puma, ein ja. Da kannst du auch zeigen. Wer ist so 200? Ein Puma ist mehr wert. Okay. Ah, habe ich glaube ich drei Stück oder so. Unsere Scheibe ist kaputt. Der hat wahrscheinlich einer gesnipert. Ach, vielleicht von dem Unfall eben im Bären.
ist das mit diesem Diamanten da? Diamanten, da gibt's Dings da hier. Warte mal, ganz kurz. Ich bleib mal stehen. So, ich muss mal kurz aussteigen. Weil das ist eine Geisel. Diamanten sind immer irgendwelche Schätze, was wir die Bunker zum Beispiel gefunden haben. 436 Meter ist hier ein Diamant. Ja, lass uns doch da hin. Wo ist denn der? Oder ist es ach, doch da, hier? Da ist der Diamant. Die Richtung, genau. Ist das noch über den Fluss rüber? Au! Meter. Was? Boah. Boah. Mich kriegst du nicht, mich kriegst du nicht, mich kriegst du nicht. Bombe abgeworfen. Weiß der Priester eine Bombe ab. Lebst du noch? Ja, du auch. Au! Hammer. Der nervt aber ganz schön. Ich hab den Schatz gefunden. Alter nee, Schwede. Ja, ich hab den Dings da hier jetzt wieder den Hinweis gefunden. Also versteckt sich immer. Ja, so. Kontakt verloren, ja, ich bin unter Wasser. So. Wo bist du denn? Da. Pyramide. Nee. Von dir entfernt würde ich sagen 300 Meter oder so. Ja, ich komm. Aber ich muss da, die ganze Zeit tauchen und alles, weil der hat's voll auf mir abgesehen hier. Ich weiß. Ich bin auch unter Wasser gegangen, damit man mich nicht sieht. Es gibt Sünder hier, Sünder! Ziel verloren, wieder. Irgendwie mag er dich nicht. Nee. Weiß gar nicht warum, Mann. Wenn du hierher kommst, dann kommst du wunderschön in der Mine rein, da kann er nichts mehr. Ich gehe mit dem ganzen Körper mit, ich bin richtig kaputt. So, hier ist bist die Mine. Du jetzt? Ja, Mine. Okay. Ja, warte mal, draußen ist ein Hinweis, lest den einfach durch, weil irgendwas ist da mit dem Schalter. Hier vorne, da liegt der Hinweis. Hier hängt auch was dran. Ja. Aber draußen ist in der Nähe von so ein Zeug unten hier, die bleiben hier und okay. Draußen? Ja, draußen auf der geradeaus rechts jetzt. Da ist ein Hinweis. Nee, bei mir nicht. Okay. Weil in diese okay. Dann gehen wir jetzt los. Office. Aber du, wir haben ja auch nichts gefunden hier, oder? Nein, wir müssen in die Mine rein. Danger. Ja, hier ist die Tür zu, ne? Verschlossen. Strom benötigt. Strom. Willkommen im Bliss. Strom. Wo gibt's denn Strom?
Ich hier Strom nenne. Guck noch mal draußen schnell. Soll irgendwo ein Schalter sein. Ja. Ein Schalter? Versteckter Schalter. Hast du das gegoogelt oder was? Nee, stand da. Warte mal, ich geh jetzt nochmal raus, den Hinweis richtig lesen. Ich mein, hier ist so irgendwas, aber. Weil hier stand jetzt, warte mal, was steht hier? Früher war das hier eine Radon-Wellness-Mine. Google das mal. Heutzutage versteckt die Sekte irgendwo ihre Scheiße. Wenn ich mutiger wäre, würde ich nach Vorräten durchsuchen. Wer sich in das Gruselkönigland wagt, sollte zumindest Strom haben. Der funktioniert nämlich noch, sofern man drin einen Schalter oder einen Generator findet. Also, muss irgendwo in der Mine ein Schalter oder Generator sein. Das hört sich dann B an. Ein Bär ist das, ja. 200. Weißt du was? Jetzt mal was anderes. Was? Das. Mensch, Bär, hau ab. Mensch, Bär, hau ab. Och, Mann. Ich will dich doch nicht töten. Muss ich aber. Sorry. Ihr wollt's nicht. Musst du aufsprengen. Hast du auch gesprengt? Ich bin in die Mine weitergekommen, ja, ja. Jetzt siehst du es. Jetzt wirst du es verstehen. Hier kannst du auch wieder was aufsprengen. Kein Schalter. Soll ich? Wenn du es kannst, dann mach es. Zack. Zack. Zack, zack. Das könnte klappen. Sag mal, mach mal nix. Ich hab was gemacht. Okay. Da war, glaube ich, ein Benzinfass. Das hätte man auch noch anschießen können. Da ist, glaube ich, ein Loch jetzt im Boden. Würde ich sagen. Ja. Kommen wir wieder hoch? Ja. Aber ich weiß jetzt hier nicht weiter. Ach, ah, da. Weiter hoch. Okay. Ah, hier, kannst wieder aufsprengen. Ist ja geil. Ist schon vom Gegenfliegen aufgegangen. Ja. Lol. Die Dynamitstange hat gesagt, hi, ich bin Dynamit. Achtung, Schlange! Kann man nicht nehmen. C. Ah. Generator. Wieso ist meine Taschenlampe ausgegangen, wenn du den Generator da benutzt? Keine Ahnung. Ach hier, guck mal, alles wird weggesaugt. Ich kann nichts sehen. Hey, hier, komm hier hinterher. Und da hinten ist nichts mehr? Nein, da geht's nicht weiter. Das war nur den Generator anzubauen, jetzt geht's wieder zurück den ganzen Weg.
Weiter zurück wieder oder was? Ja, wieder den ganzen Weg zurück. Was ist das für eine komische Musik? Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Als wenn er eine Schallplatte hat. Ja. Oh, hier geht's auch irgendwie rein, oder? Warte mal. Ich bin irgendwie hochgekommen. Weil hier ist eine Kiste. Hier ist ein Safe. Bist du unten da irgendwo? Ja, komm wieder zurück. Siehst du mich hier oben? Komm mal nach links oben. Hier, da bin ich. Ja. Da musst du jetzt hier hinten raufspringen und dann kannst du ihn bei mir raufspringen. Und hier hinten ist bei mir ein Safe. Eigentlich eine Etage tiefer kannst du rüberspringen. Okay. So, komm her. Und hier. Ah, jetzt habe ich wieder ein bisschen safe. Licht. Ja. Hier safe. Sehr cool, das ist ein Secret hier, oder? ...250, das ist ja enorm. Hm. Viel wie so ein blödes Fell, ne? Wofür ist der Kletterhaken? Keine Ahnung, ich mach das mal. Kann man da rüber schwingen oder was? Das wäre eine Möglichkeit. Keine Ahnung. Hä? Eigentlich verlaufen? Ah, du musst zum Ausgang. Der Weg nach Eden ist offen. Cool. Alter, hier gibt's richtig viel Kohle. Komm her, hier gibt's Kohle O3. Oh yes. Und 3 Erfahrungspunkte gab's für mich. 3 Vorteilspunkte habe ich erhalten. Ist das das Erfahrung? Ja. Der Arschloch vom Flieger ist wieder da. Oh. Warte mal, ich gehe erstmal in die Mine rein und mach nochmal einen Vorteil. So. Was habe ich denn Schönes, was wir kaufen können? Wo ist denn kaufen? Was kaufen? Nein, ich meinte hier meine Punkte ausgeben. Ich habe 23 Punkte. Oh, ich habe auch schon wieder 17. Was war denn das hier? Jetzt habe ich auch 17. Was haben wir denn da oben noch? König der Fischer, das brauchen wir nicht. Was habe ich denn da? Tummelkönig brauchen wir nicht. Gewehrmunitionstasche. Trage mehr Gewehr und Dingsmunition. Oh, mit 120 komme ich eigentlich ganz gut klar. Was ist das hier? Reisetasche. Schafft Platz für Gegenstände im Inventar. Okay. 10. Trage mehr MP, das ist uninteressant. Schnellreise über dem Ziel. Nach einer Schnellreise über dem Ziel abzuspringen ist bestimmt gut. Endmaster. Thank you.
Ich habe alles ausgegeben. Du bist über ein Ziel abgesprungen, oder was? Ich habe alles ausgegeben. Nee. Ich hab First Aid und sowas habe ich was für ausgegeben. Achso, du hast hier 150er Pack genommen, oder was? 200. Okay. Dieser blöde Flieger ist da immer noch draußen. Da habe ich mir schon was gedacht. Leiser Sprinter, das hört sich auch gut an. Den hole ich mir. Wusch. Was hab ich da? Zurückwerfen. Granaten und Dynamit kannst du zurückschmeißen. Primitiver Meister, ich kann mit dem schnelles Lagen und Schleudern das. Nahkampf. Der Flieger nervt hier immer noch rum, ne? Ja, aber ich sehe gerade, ist sowieso Schicht in Schacht. Ja. Dann machen wir heute auch Pause. Ja, wir haben auch doch noch ein bisschen länger gemacht als gedacht. Was hatte ich gesagt? Eins. Ja, du sagtest 10, dann sei okay, das wird dann 1. So. Und Nessie will morgen dazu stoßen? Ja. Oh, dann wird's ja eine richtige Sniper-Bande. Ja, absolut. Das wird geil. Dieses. Ach, richtig cool. So, mal sehen, kann ich speichern? Nee, speichern kann ich nicht, aber. Wir haben ja sowieso Fortschritt besser gehabt. Ja, dann würde ich sagen, war schön. Ja. Für heute oder für heute Morgen schon wieder. War echt geil. Ja, ja, ist ein geiles Spiel, muss man sagen. War ja. Ist ein geiles Spiel. Wie ganz, gesagt, ganz lieben Dank auch für die an die Zuschauer. 21 Fox auch dabei. Ich sehe das nicht so richtig. Bist du schon raus, Martin? Ja, ne? Nee, ich hab das Spiel noch nicht beendet. Ich bin nur in Dingser Überlay-Modus gegangen. Okay. Wie lange waren wir denn? Oh, kann ich gar nicht mehr erkennen. Oh, wir sind noch 2 Minuten vor 6 Stunden. Deswegen. Ja, aber fast doch auch wieder 6 Stunden. Ja. Nee, gut. Oh, dieser Flieger, der nervt aber echt. Ja, du mit deinem Maschinengewehr, du kannst ihn runterholen. Ja. Du musst warten, bis er dich dran ist. Wenn er auf dich zukommt, dann kannst du ihn runterhalten. Na, ich habe nur noch 60 Schuss, ne? Die gehen immer so schnell weg da. 60 Schuss hast du hinweg. Ja. Ich warte noch mal einmal auf den Flieger hier. Ja, ja. Da kommt eine Rakete. Weil da ist immer allerdings ein kleiner Idiot unterwegs. Ja. Ja, da hinten, da ist einer, der gibt immer Kommandos oder so. Auf der Entfernung ist ja nicht einfach zu treffen, finde ich. Ja, muss ein bisschen vorhalten, ne? Ich habe noch 19 Schuss. Das ja, ist ja gerade viel. Ich flankiere den Gegner. Ich habe das Ziel entdeckt. Du sollst ihn mal runterholen und nicht, dass er mich abballert. Ah, du hast ihn jetzt. Ne. Ich will nochmal. Starte Feindbeschuss. Der brennt nicht mehr. Okay, Panzerfaust ist dafür weg. Habe Sichtkontakt. Direkt unter mir. Gibt's da nicht, ne? Dann geh alle. Jetzt hol ich ihn mir. Er brennt doch schon. Ich probiere es jetzt mal mit dem Bogen. Ja, das ist eine gute Idee. Du eben ist ja wieder. Er ist tot. Er ist aber abgesprungen. Ja, aber nicht mit mir. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Das verstößt gegen die Genfer Konvention, glaube ich, ne? Das abspringt ja. Nee, Leute, die am Fallschirm landen, erschießen.
Weiß nicht, frag doch Putin, der sagt ja schon, was das erlaubt ist und was nicht. Okay. Jetzt habe ich echt alles leer geballert hier, so ziemlich. Oh, jetzt rockelt mein ganzes System eben. Jetzt willst du noch eine Runde schwimmen gehen, hier abends schwimmen oder was? Ich hab gedacht, ich krieg ihn noch weg. Nee, wir machen jetzt schlecht den Job. Aus dem Maus, Mickey Maus, ist 0:40. Jetzt bin ich ja nicht das Spiel. Weg zum Desktop, zack, aus.